Danke, dass du gekommen bist. Kein Problem. Sorry, ging nicht eher. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Hast du immer Blumen dabei? Ach, nur eine kleine Aufmerksamkeit. Du hast ja ein bisschen Stress. Wegen des Telefonats. Ach, vergiss es. Süß. Danke. Das Problem ist nur, der Buchladen hat jetzt wohl geschlossen. Schade. Darauf hatte ich mich so gefreut. Ja, aber wir können höchstens noch irgendwo was trinken gehen. Ich kenne einen coolen Club in der Altstadt. Dance, Trance, House. Ich meine, stehst du auf sowas? Moment, eher nicht. Okay, dann wohl lieber ein andermal. Wieso? Wir können bei mir was trinken. Klar. Kein Problem. Musikmäßig bin ich allerdings nicht so gut sortiert. Egal. Die meisten Clubs sind eh so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. Stimmt. Also wenn du einen gekühlten Chablis zu schätzen weißt, bitte sehr. Nach Ihnen, Monsieur. Und im 13. Jahrhundert bekam Düsseldorf dann die Stadtrechte. Das war nach der blutigen Schlacht von Worring. Du weißt echt Bescheid. Damals wurde der Erzbischof von Köln entscheidend geschlagen. Und zwar durch den Grafen von Berg. Und was geht heute so ab? Wie jetzt? Naja, wohin geht man? Wen muss man kennen? Was läuft so in der Szene? Zuallererst solltest du natürlich die Altstadt kennenlernen. Hab ich schon von gehört. Dann aber nicht mit solchen Stöckelschuhen. Sei denn, du hast so viel Geld und einen guten Schuster. Also lade ich dich mal barfuß in ein uriges Altstadtbrauhaus auf den Kölsch ein. Wenn du in Düsseldorf einen Kölsch bestellst, dann werden dir automatisch die Bürgerrechte entzogen. Wie? Ja, das Gleiche passiert dir natürlich auch, wenn du als Kölner in Köln ein Alt bestellst. Was schmeckt denn besser? Alt oder Kölsch? Du weißt nicht, wie Kölsch gemacht wird. Keine Ahnung. Das wird schwangeren Wildschwein in den Wäldern der Eifel bei Vollmond im Galopp aus dem Fell gerieben. Naja, ich musste das auch erst alles lernen, als ich von Buenos Aires nach Düsseldorf kam. Du hast in Argentinien gelebt? Meine Mutter hat da gearbeitet. Wie aufregend. Sorry. Ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht mehr anrufen. Moment. Tut mir leid. Machen wir das morgen mit dem Buchladen? Klar, ich ruf dich an. Und dann hatte sie den Typen schon wieder am Telefon. Du bist zu früh. Nette Begrüßung. Seit wann hast du so eilig, zur Schule zu kommen? Seitdem er zum ersten Mal seine Hausaufgaben für die erste Stunde hat. Können wir? Ja. Mathebuch vergessen. Wie? Ihr Ex hat zweimal angerufen? Mann, das ist kein gutes Zeichen. Ja gut, aber sie hat ihn beim ersten Mal schon so abgebügelt. Also ich hätte das Telefon nicht nochmal angefasst. Mann, sie ist so witzig, süß. Wir haben so viel gelacht. Nur gelacht? Also bevor er das zweite Mal angerufen hat, hatte ich sie fast soweit. Warum bist du da nicht geblieben und hast sie getröstet? Ja, da hättest du bestimmt was reißen können. Ja, aber ich wollte nicht so die schnelle Nummer. Ich möchte was Richtiges. So eine echte Beziehung. Mit allem drum und dran. Wir können. Paul? Boston war cool. Kein Ding. Aber auf die Dauer. Nix für mich. Wieso? Zu viele Cheeseburger und zu wenig Sauerkraut. Seit wann interessierst du dich für Französisch? Voulez-vous coucher avec moi? Nee. Ce soir? Nee. Oui, oui. Nee. Hast du deine Tabletten nicht genommen? Bei ihr im Bücherregal, da stehen lauter französische Bücher. Ey, die neue Lehrerin kommt. Oh, oh. Was ist? Bonjour, messieurs, dames. Mann, Paul, ey, das kann echt nur dir passieren. Verliebt sich in deine eigene Lehrerin. Willst du, dass sie uns sieht? Das wird sie eh nicht vermeiden lassen. Oder willst du dir einfach eine Tüte über den Kopf ziehen, bevor der Unterricht anfängt? Das ist nicht witzig. Doch klar. Also ich bin mal gespannt auf ihre Reaktion im Unterricht, wenn sie erkennt, dass du ihr Schüler bist. Sonderbar. Ich hab
habe da gerade einen Wahnsinnstypen kennengelernt. Frauenheld und Student. Sieht dir irgendwie ziemlich ähnlich. Mann, jetzt hör doch mal auf. Was ist? Kommst du? Benjamin Zöllner? Hier. Gut. Dann fasse ich mal zusammen. Es fehlen Nora Armling mit Attest und Paul Brandner unentschuldigt. Der kommt aber bestimmt noch. In der Pause war er noch da. Ja, aber Paul ging's plötzlich nicht so gut und dann ist er nach Hause gegangen. Aber er bringt bestimmt morgen eine Entschuldigung mit. Hoffen wir mal, dass es nichts Ernstes ist. Ja. Stimmt irgendwas nicht? Nein, alles in Ordnung. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Hallo, je suis Anne Siebert. Votre professeur de français. Und? Ja, hallo, alles klar? Jetzt red endlich, hat sie gemerkt, dass ich nicht da war? Keine Panik. Ich habe ihr einfach gesagt, dass du dich nicht getraut hast, zuzugeben, dass du kein Student bist. Ich dreh dir gleich den Hals um. Reg dich ab. Ich habe behauptet, dir ist schlecht geworden, okay? Und der Name? Ist sie nicht misstrauisch geworden? Doch, sie hat kurz gestutzt. Aber ich glaube, das lag nur daran, dass ich so blendend aussehe. Du siehst gleich aus wie Rinderhack, wenn du mir nicht alles der Reihe nach erzählst. Hab ich doch schon. Aber gut, nochmal für liebeskranke Jungs. Sie hat nichts gemerkt. Gott sei Dank. Warum freust du dich denn? Spätestens in der nächsten Stunde fliegst du sowieso auf. Dazu wird's ja gar nicht kommen. Ich hab einen Plan. Gesichtschirurgie? Ich gehe einfach nicht mehr in ihren Unterricht. Zumindest so lange nicht, bis sie meine Gefühle dann erwidert. Geiler Plan. Und bis zum Abi spielst du Autodidakt? Wie wär's denn damit? Du engagierst jemanden bei einer Schauspielagentur, der dich im Französischunterricht vertritt. Das Geld dafür verdienst du dir wieder als Aktmodell. Vielleicht nimmt Anne ja auch Zeichenunterricht wie damals Carla. Es könnte interessant werden. Verarschen kann ich mich allein. Mal im Ernst, Paul, weißt du noch, was hier los war, als deine Mutter herausgefunden hat, dass Lisa die Schule schwänzt? Danke für deine Unterstützung. Mann, was soll ich denn machen? Ich liebe die Frau. Und ich werde sie nicht einfach so aufgeben.